Kleine Kinder, der Zusammenprall von zwei Asteroiden wird das glorreiche Kreuz meines Sohnes bilden. Das wird das große Signal sein, welches euch das Kommen der Warnung ankündigt. 2. Januar 2018, 15.30 Uhr, Aufruf von Maria Rosa Mystica an das Volk Gottes. Kleine Kinder meines Herzens, der Friede des Allerhöchsten sei mit euch allen und mein mütterlicher Schutz stehe euch immer bei, meine Kleinen, empfangt die Liebe dieser Mutter und die Barmherzigkeit Gottes, damit ihr die Tage der Prüfung überstehen könnt, die sich euch nähern. Der Himmel möchte nicht, dass weiterhin so viele Seelen verloren gehen. Ich, eure Mutter, in Begleitung der Engel und der Seligen, werde nicht müde für Bitte einzulegen, damit diese Menschheit zur Liebe Gottes zurückkehrt. Kleine Kinder, die Prüfungen für das Volk Gottes sind am Beginnen. Dieses Jahr wird der Beginn eurer Reinigung sein. Die Menschheit wird große Ereignisse am Himmel und auf der Erde erleben, die Zeichen des Himmels werden zunehmen. Noch von keinem Auge gesehene himmlische Phänomene werden euch ankündigen, dass ihr bereit und vorbereitet sein müsst für eure Begegnung mit Gott in der Ewigkeit. Die Erschütterung des Universums wird euch himmlische Phänomene sehen lassen, welche die Menschheit nie gesehen hat. Viele werden in Panik geraten, aber es gibt keinen Grund euch zu ängstigen. Diese Manifestationen sind Ankündigungen des Himmels, damit ihr geistig auf das Kommen der Warnung vorbereitet seid und eure Prüfungen beginnen. Kleine Kinder, die Schöpfung meines Vaters hat ihre Transformation begonnen und das bedeutet, dass euer Planet große Veränderungen erleiden wird. Die Erde wird sich auf allen Kontinenten mit größerer Stärke bewegen, und sie werden sich zu verschieben beginnen. Diese Umwandlung wird eine eurer Prüfungen sein, die ihr mit Glauben annehmen müsst. Denn sie ist Teil des Planes Gottes für diese letzten Zeiten. Geratet nicht in Panik, wenn das Universum sich zu erschüttern beginnt. Betet und lobt die Herrlichkeit Gottes und dankt meinem Vater, denn seine Macht und Herrlichkeit wird einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen, zu seiner Freude und zur Freude seiner Geschöpfe. Meine Kleinen, das himmlische Jerusalem wird vom Himmel auf die Erde herunterkommen, dieser Prozess hat begonnen. Die Schöpfung und die Geschöpfe werden gereinigt, bis sie wie Schmelztiegel glänzen. Nur so werdet ihr das Licht einer neuen Dämmerung sehen können, welches mein Sohn sein wird, strahlend, triumphierend und in voller Herrlichkeit, mitten unter euch. Das himmlische Jerusalem ist auf dem Weg und mit ihm die Heiligkeit Gottes. Bereitet euch daher vor, kleine Kinder, denn die Schöpfung hat zu zittern begonnen. Bewahrt die Ruhe, denn alles, was ihr sehen und fühlen werdet, ist Teil des Planes Gottes. Kleine Kinder, der Zusammenprall von zwei Asteroiden wird das glorreiche Kreuz meines Sohnes bilden. Das wird das große Signal sein, welches euch das Kommen der Warnung ankündigt. Rennt und bringt eure Rechnungen in Ordnung. Seid spirituell vorbereitet, denn die Ankunft dieses Ereignisses wird euer Leben verändern. Lasst meinen Rosenkranz nicht los, betet für alle Sünder der Welt, damit sie die Barmherzigkeit Gottes erlangen und in der Ewigkeit nicht verloren gehen. Bittet für den Frieden der Welt, denn es fühlt sich an, als käme die Geißel des Krieges, die für die Menschheit katastrophal sein würde. Kleine Kinder, es ist Zeit zu Gebet und Zurückgezogenheit. Verliert keine Zeit mehr mit Banalitäten und Bestrebungen dieser Welt. Denkt und meditiert für einen Augenblick, dass es in diesem Moment das Wichtigste ist, euch auf die Begegnung mit Gott in der Ewigkeit vorzubereiten. Der Friede meines Herrn bleibe bei euch. Zerreißt eure Herzen, kleine Kinder, denn es nähert sich die triumphale Rückkehr meines Sohnes. Es liebt euch eure Mutter, Maria Rosa Mystica. Kleine Kinder meines Herzens, gebt meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt,